Ein herzliches Hallo und natürlich auch willkommen, liebe Zuschauer, zur Sendung Modell und Bahn, Ihrem Magazin für Modell und Eisenbahnen. Was soll ich sagen? Auf diesen Moment und diese Ankündigung habe ich mich eigentlich schon sehr lange drauf gefreut, Ihnen mein altes Sendeformat im neuen Gewand als Premiere wieder präsentieren zu dürfen. Und Modell und Bahn gibt es nicht nur hier auf YouTube zu sehen, nein, es werden auch einige lokale Fernsehstationen Deutschlands dieses Sendeformat mit ausstrahlen. Welche das sind, können Sie übrigens in der Videobeschreibung nachlesen. Ja, und das soll es an Info zur Sendung erstmal genug sein. Jetzt aber zu meinem Thema in der heutigen Sendung. Meine Reise führt mich wieder mal in die Märkische Schweiz. Mein Ziel ist die Kur- und Kneippstadt Buko. Ja, und die bietet nicht nur was zur Gesundheit, nein, wie kann es auch anders sein, sie bietet auch was für unsere Leidenschaft. Wenn Sie jetzt auf Modellbahn tippen, liegen Sie, da würde ich sagen, leider ein klein wenig daneben, obwohl das heutige Thema sich auch hervorragend als Modellbahnthema umsetzen ließe. Also, ich habe die Bukower Kleinbahn besucht, ein wahres Kleinod einer Museumsbahn im Märkischen. Und die werde ich Ihnen jetzt mal vorstellen. Dazu wünsche ich Ihnen natürlich viel Spaß. Meine heutige Bahnentdeckertour führt mich in das kleine, malerische Städtchen Bukow in der Märkischen Schweiz. Sie ist auch der Hauptort des Naturparks Märkische Schweiz und Kneippkurort. Bukow liegt östlich von Berlin, nahe der polnischen Grenze und ist mit der Bahn oder auch dem Pkw nach ca. 1,5 Stunden Fahrzeit zu erreichen. Bukow ist aber auch Anfang eines ganz besonderen Eisenbahnkleinodes. Die seit 1897 bestehende Bukower Kleinbahn ist als sogenannte Stichbahn mit einer Streckenlänge von knapp 5 Kilometern angelegt worden. Sie verbindet Bukow und Darmsdorf bei Müncheberg an der Strecke Berlin-Küstrin, der ehemaligen Ostbahn, die von Berlin-Ostbahnhof nach Königsberg in Ostpreußen führte, gelegen. Den Bau der Strecke von Bukow nach Darmsdorf bei Müncheberg ermöglichte das preußische Kleinbahngesetz von 1849. Aus Kostengründen entschied man sich für den Bau einer Schmalspurbahn mit 750 mm Spurweite. Eine Entscheidung, welche sich wenige Jahre später als nicht zukunftsträchtig herausstellen sollte. Für den Betrieb wurden zwei CN2T-Lokomotiven beschafft. Die Herkunft ist leider unbekannt. Weiterhin 4 vierachsige Personenwagen, ein vierachsiger Postwagen und 4 vierachsige Güterwagen zur Verfügung. Von dem Wagenbestand sind leider keine Bilder überliefert. Durch den zunehmenden Tourismus ab den 1920er Jahren kam die Bukower Kleinbahn schnell an ihre Belastungsgrenze. Die kleinen Loks waren zu schwach, um die überfüllten Züge über die teilweise starken Steigungen zu bewegen. So wurde 1929 beschlossen, die bestehende Strecke auf Regelspur umzubauen und zu elektrifizieren. Für den elektrischen Betrieb mit 800 Volt Gleichstrom wurden bei der Haver Hannover drei zweiachsige Triebwagen ET1 bis ET3 mit drei passenden Beiwagen EB1 bis EB3 geliefert. Betrieben wurde die neue Bahn mit 800 Volt Gleichstrom. Am 15. Mai 1930 konnte bereits der elektrische Zugbetrieb
nahtlos aufgenommen werden. Die Stromversorgung der neuen Strecke stellen zwei Transformatoren mit je einem zugehörigen Quecksilberdampfgleichrichter her. Jede der zwei Gleichrichter konnte mit 250 Ampere Betriebsstrom belastet werden. Wurde mehr benötigt, konnten die beiden Anlagen zeitgleich gefahren werden. Die Einspeisung erfolgte über das Märkische Elektrizitätswerk Strausberg. Übrigens, die Quecksilberdampfgleichrichter kann man heute noch im angrenzenden Gebäude mit Lokschuppen besichtigen. Der Gleichrichter ist heute nicht mehr in Betrieb. Der Bahnhof erhielt weiterhin ein großzügig gestaltetes Empfangsgebäude mit Diensträumen, Gepäckaufbewahrung, Güterboden, zwei Fahrkartenschaltern, einer Restauration mit Garten sowie einer Wohnung für den Bahnhofsvorsteher im Obergeschoss. 1949 wurde die Bukower Kleinbahn in die Deutsche Reichsbahn integriert. Organisatorisch unterstand sie fortan der Berliner S-Bahn. Die seit 1930 im Einsatz befindlichen Triebwagen ET1 bis 3 wurden zwischen 1980 und 1982 im RAW Schöneweide durch drei neue Züge bestehend aus Trieb- und Steuerwagen gebaut. Da der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe RGW des Ostblocks der DDR einen solchen Neubau untersagt hatte, wurden die alten Triebwagen mit dem Trick der Rekonstruktion offiziell ins BW Schöneweide überführt. Heraus kamen jedoch die Neubautriebwagen unter der Baureihenbezeichnung 279.2. Angepasst wurde auch die Fahrspannung. Sie wurde von 800 Volt auf die übliche Straßenbahnfahrspannung auf 600 Volt abgesenkt. Nach der Aufgabe des Regelverkehrs 1989 nahm sich der Eisenbahnverein Märkische Schweiz e.V. der Strecke an. Seit September 2002 wird die Strecke wieder regelmäßig mit dem Triebwagen der Baureihe 479 befahren. Kurios dabei, nicht mehr als Eisenbahn im Sinne der EWO, der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, sondern nach der vereinfachten Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen, BO Strapp. Also rechtlich gesehen eine Straßenbahn. Seit 2023 allerdings ist sie wieder nach der EBO eingestuft und damit wieder eine Eisenbahn. Na Gott sei Dank. Bevor wir nun eine Runde auf der Kleinbahn drehen werden, besuchen wir noch das kleine Eisenbahnmuseum, welches im Bahnhofsgebäude von Bukow eingerichtet ist. Die Ausstellung spiegelt die Geschichte der Bukower Kleinbahn wider. Weiterhin sind Exponate der Müncheberger Kleinbahn, Oderbruchbahn und der Königlich Preußischen Ostbahn, heute die RB26, zu sehen. Weiterhin sind die verschiedenen Dinge des allgemeinen Eisenbahnwesens in Deutschland von klein bis groß und alt bis modern zu finden.
Ja, und selbstverständlich, eine kleine Modelleisenbahnlage ist auch zu sehen. Das Thema der Bahn ist wohl unschwer zu erraten. So, und nun wollen wir mit der Bukower Kleinbahn eine Runde drehen. Einmal Müncheberg und zurück. Der Zug steht schon abfahrbereit am Bahnsteig. Fehlt eigentlich nur noch der Fahrdienstleiter. Und nun geht's los. Gemächlich setzt sich der Triebwagen in Bewegung und passiert das Ausfahrsignal. Der nächste planmäßige Halt ist Waldsieversdorf. Er ist der einzigste Unterwegshalt auf dem Weg nach Müncheberg. Nach kurzem Aufenthalt geht's auch schon weiter. Nach insgesamt 4,9 Kilometer Strecke, die der Triebwagen mit einer Fahrzeit von 12 Minuten bewältigt, ist der Bahnhof Müncheberg, ehemals Darmsdorf, erreicht.
Hier besteht Anschluss- und Umstiegsmöglichkeit zu den Zügen der Niederbarnimer Eisenbahn mit der RB 26 Richtung Küstrin oder Berlin-Ostkreuz. Als ein Relikt vergangener Eisenbahnzeiten und das ehemalige Wahrzeichen des Bahnhofs Müncheberg, der ehemaligen Ostbahn, ist diese imposante Signalbrücke erhalten geblieben. Vor dem Bahnhofsgebäude kann man sich über Aufsteller die Geschichte der Ostbahn Revue passieren lassen. Jetzt heißt es wieder einsteigen zur gemütlichen Rückfahrt nach Bukow. Zeit nochmals, die märkische Landschaft entschleunigt zu genießen. Nach exakt 12 Minuten Fahrzeit rollt der Zug wieder in den Bahnhof von Bukow ein. Eine schöne und kurze sowie informative Fahrt findet so ein Ende. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich von Ihnen und der Bukower Kleinbahn. Es ist wahrlich ein Kleinod einer Nebenbahn im märkischen Land und auch ein Thema, finde ich jedenfalls, zum Nachbau für eine Modellbahn. Dank auch dem rührigen Eisenbahnverein Märkische Schweiz e.V., die sich um diese Bahn in besonderer Weise verdient gemacht haben.
So, das war also mein Besuch bei der Bukower Kleinbahn und ich denke, sie ist einen Besuch wert. Und von Berlin aus sind es auch nur ca. 50 Kilometer östlich, also Richtung Oder, zu fahren. Für diejenigen, die ich neugierig gemacht habe, habe ich auch einige Infos in die Videobeschreibung gepackt. Das war's dann also für heute von Modell und Bahn. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für Ihr Interesse und freue mich auf ein nächstes Mal. Und allgemein gilt natürlich, wenn Sie keine Videos von Modell und Bahn mehr verpassen wollen, empfehle ich Ihnen auch, diesen Kanal zu abonnieren. Ja, und da wir ja nun straff auch auf die Sommerferien zulaufen, wünsche ich natürlich allen einen schönen, erholsamen Urlaub und kommen Sie gesund und munter wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig. Tschüss.